Hier meine erste Streckenvorstellung. Ich habe mir Großdölln ausgesucht. Und das ist keine Überraschung, denn das ist nach einem Jahr Rennstreckenerfahrung die einzige Strecke, die ich mehrmals besucht habe und wenigstens ein bisschen kenne. Vollgas bis zur Startziellinie, am linken Körb Kurzgas weg zum Umlegen, bei dem Speed heftigen Gegenlenkimpuls. Die erste Schnelle links nicht ganz außen anfahren, weil nachher rechts genügend Platz ist. Dann den Berg hochbeschleunigen bis auf 150, runter vom Gas und jetzt permanent verlangsamen bis zum Scheitelpunkt der Linkskurve. Die Links ungefähr mit 60, wieder nah an den Pylon und stark rausbeschleunigen bis auf 120, sodass es einen zum rechten Körb trägt. Dann zurück nach links. Die rechts mit 80 macht gefühlt zu, weil man nicht außen rauskommen darf, sonst passt die nächste links nicht. Die Betonplatte kann man auch überfahren. Die lange links eignet sich am besten zum Elbow-Dragging. Man kann sich kurz raustragen lassen, um den Scheitelpunkt spät zu setzen. Es geht aber auch, wenn man am Ende rausgetragen wird, denn die nächste rechts kann man mit 120 mit dem Knie auf den Boden nehmen. Kurz vor dem Pylon runter vom Gas. Die lange links fährt man ewig außen und erst ganz spät rein. Hier ist der langsamste Punkt der Strecke. 50 km/h. Die dreifache rechts ist nicht einfach. Ein Spiel mit Gas und Schräglage. Zum Schluss eine Bodenwelle, die man am besten mit dem Hintern in der Luft nimmt. Wenn man ganz rechts am Pylonen rauskommt, hat man mehr Zeit zum Umlegen nach links und kann in der Gegengeraden schneller ans Gas. Weit vor dem Scheitelpunkt der Links. Wer nicht rechts am Ende des Körbs rauskommt, war zu langsam. Zurück bis zur Mitte der Fahrbahn. Man muss schon bremsen, bevor der Wald links zu Ende ist. Wieder lange außen bleiben und spät zum Pylonen rein, damit man hart beschleunigen kann und die kleine Links nicht stört. Es geht nun etwas bergauf, dann hart bremsen von 120 auf 50 und die langsame Links ganz außen anfahren. Der Pylon steht zu Recht weit hinten in der Kurve. Jetzt kann man lange in Schräglage links und rechts bis auf 140 beschleunigen. Diese Passage ist ähnlich wie die auf dem Flugfeld weiter vorn. Hier kann man schnell Zeit verlieren. Eng an beiden Curbs vorbei und möglichst eine Gerade erzeugen, auf der man gut bremsen kann. Dann wieder raustragen lassen und spät am Pylon wieder rein und dann hart ans Gas über die blinde Kuppe, sodass es einen weit rechts rausträgt. Wieder zurück nach links in die spitze Kehre, die dann nach außen abfällt. Nach dem Pylon kurz raustragen lassen, dann wieder rein. Hier kann man nochmal fast auf 100 beschleunigen. Einlenken am Pylon und nach der Links fast auf die Ausfahrtgasse fahren. Die letzte Links hat den Pylon wieder spät. Jetzt Blick wieder nach innen und am besten nicht vor der Schikane überholen. Eine tolle Strecke. Nicht schnell, ich fahre knapp 100, die Cracks über 110, aber sie ist abwechslungsreich und ideal, um alles zu lernen. Nehmt euch auf jeden Fall Motomonster-Instruktoren, denn dann beschleunigt ihr nicht nur eure Kiste, sondern auch das Lernen.